Hier ist Ledator und herzlich willkommen zum 168. Let's Play of Leeches. Wir spielen wieder gegen einen Brocken Aet oder AET 64 aus Estonien. Und okay, er spielt die Damenbauer und wir spielen das Damengambit. Ich wollte gerade sagen Damenbaueröffnung, aber genau gesagt ist in dem Fall tatsächlich das Damengambit, oder? Hier war C4. Moment. Er hat erst C4 gespielt. Okay, dann war es eigentlich ursprünglich was Englisch. Okay, er nimmt direkt. Nimmt noch weiter. Okay. Ja, wir bewahren Ruhe. Vielleicht irgendwie so. Ich weiß noch nicht, wie ich das genau spiele. Wahrscheinlich so. Ich weiß, C5 kann man auch spielen und es dann öffnen, aber ich möchte es gar nicht öffnen gerade. Ich möchte erstmal meine Ruhe haben. So. Ja, aber jetzt kann ich dann irgendwann den schon nehmen, oder? Kann ich den jetzt nicht nehmen? Nimmt. Moment, er will hier Schach geben, er will zwei Leichtfiguren opfern für die Dame, oder? Den. Er gibt Schach. Ach komm, das. Moment. Ah ne, er schlägt es. Er schlägt. Ich nehme hier. Achso, aber ich kann das Schach nicht geben, weil ich mir das damit auch zurücknehme. Oder? Ah, ich weiß es nicht. Probieren wir es mal aus. Jetzt hat er mal keinen sinnvollen Abzug auf die Dame, oder? Weil den nehme ich einfach mit der Dame raus. Er möchte ja mit dem Läufer einen Abzug generieren, ne? Das ist schon klar. Kann natürlich auch den probieren. Oh ja, was mache ich eigentlich, wenn er den macht? Heute macht er gar nicht. Jetzt sieht das doch ganz gut für mich aus, oder? Jetzt kann ich sogar den versuchen. Jetzt kann er nicht wegziehen, weil der Turm hängt. Komm. Turm, aktivieren. Turm, aktiviere dich. Entfalte deine Superkraft. Und dann drücke ich vielleicht noch mit dem und dann irgendwie hier nehmen oder so zweimal und am Ende hängt hier der Turm. Das sieht doch ganz vielversprechend aus. Ja, jetzt kommt doch der. Aktuell hängt sein Springer. Den Bauern kann er jetzt nicht unbedingt decken, weil dann hängt der Turm. Also nicht unbedingt decken, ist gelinde ausgedrückt. Ja, es sieht doch gut für mich aus, oder? Kann nur hier irgendwie einen Angriff versuchen, aber dann kann ich. Den macht er. Das bricht doch jetzt irgendwo zusammen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Schlägt. Also er muss mit dem Läufer schlagen, weil sonst ja der Läufer hängt, oder? Er muss am Ende mit dem Läufer schlagen. Das ist immer noch kompliziert. Ah, wieso muss das denn alles so kompliziert sein? Jetzt vertreibe ich erstmal die Dame von dieser gefährlichen Diagonale. Jetzt kann ich einen Bauern noch nehmen, wenn ich möchte. Aber er hat halt auch hier vielleicht einen gefährlichen Angriff. Ja, der ist potenziell gefährlich. Ich sehe schon. Dieses Schach. Mein Gefühl sagt mir, dass der Springer jetzt sich aktivieren sollte, die Turmlinie unterbrechen sollte und dass ich dann gut stehe, aber mal schauen, ob mein Gefühl richtig liegt. Den, jetzt hängt der da. Ich denke, der ist irgendwie richtig. Das sagt mir zumindest jetzt mein Gefühl. Kann er hier opfern, Läufer hier in das Schach geben, die Qualität vielleicht wieder zurückbekommen. Ah, es ist ganz kompliziert. Das Schach. Was ist an dem so schlimm?
Gehe ich einfach darüber natürlich. Das andere wäre matt gewesen. Aber hier ist so nicht viel los. Und jetzt hängt erstmal sein Springer. Der Bauer hängt auch und der Bauer hängt auch noch. Also ist jetzt irgendwann ein bisschen viel. Jetzt nimmt er da. Aber das überlebe ich doch, oder? Überlebe ich das nicht? Überlebe ich das tatsächlich nicht? Wenn ich jetzt die Qualität, ja, das ist okay, das gebe ich gar nicht zurück, das ist kein Problem. Das ist kein Problem, das ist okay. Ich habe ja dann immer noch ein. Wo will er denn hin? Wo will er denn hin? Achso, jetzt hat er da dreimal. Das ist unangenehm. Ja, muss ich den spinnen, oder? Den Bauern wieder zurückgeben, die Bauerneinheit, und dann, ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Stellungsmäßig können es auch Remis werden, aber zeitmäßig ist hier das Problem. Den. Jetzt nehme ich da mal mit. Jetzt irgendwann nehme ich einfach mal mit. Der war komisch, der Zug B3 war sehr komisch. Droht doch nichts. Da droht doch nichts. Außer dass seine Dame hängt und der Turm hängt. Hoffentlich habe ich nichts übersehen, aber ich habe jetzt eh keine Zeit. Ich muss mich entscheiden. Gewinne ich das jetzt? Oder habe ich was übersehen? So kann er sich gerade noch so über Wasser halten. Ist ja wieder unglaublich. Schach. Ja, sieht gut aus. Er muss die Qualität geben. Ja. Er muss die Qualität geben und ich stehe auf Gewinn. Ich stehe auf Gewinn. Jetzt muss ich es nur noch gewinnen. Das ist halt das Problem. Kann er wieder mit Matt drohen, wenn er dahin geht. Macht aber nicht. Ich möchte abtauschen. Ich möchte kein Risiko. Ich möchte abtauschen. So gut es geht. Er möchte natürlich nicht abtauschen, denke ich mal. Ja. Er gebärdet sich hier noch sehr stark. Ich habe wenig Zeit. Puh. Mal hier zurück. Ja, jetzt machen wir den. Ja, da nehme ich mit. Da nehme ich mit. Da nehme ich mit. Das lasse ich mir doch nicht mehr nehmen, hier den Sieg, oder? Lasse ich mir den noch nehmen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Diese Partie ist meins. Ja, das bringt eigentlich nichts, der Zug. Komm, bitte gib auf. Bitte. Komm. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Ich möchte nicht matt werden. Ich möchte nicht matt werden. Komm schon. Geh darüber. Ah, ich werd matt. Ich hätte einfach zurückziehen sollen. Ja, und er hat ja auf Zeit gespielt. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Die Partie war eigentlich gewonnen für mich. Total gewonnen. Ja, wie hätte ich das denn hier noch besser machen können? Moment, hätte ich nicht einmal irgendwann durchziehen können? Also, es kann doch nicht sein. Den. Jetzt droht hier wieder ein Matt, das hat er natürlich auch gesehen.
Aber ich hätte jetzt einfach durchziehen können und dann Tom Hirn spielen können. Ja. Zum Beispiel. Ah, ärgerlich. Ja, ich habe jetzt einfach zu wenig Zeit. Das hätte ich hier noch machen können. Ich habe schon gesehen, dass der Bauer gefährlich wird. Das habe ich schon. Ich hätte einfach den machen können. Ne? Einfach den. Wäre auch vorbei gewesen. Einfach eins nach vorne ziehen. Naja, okay, gut. Aber so läuft es nun mal manchmal. Ich hoffe, euch hat es gefallen beim Zuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute. Mach's gut.